Ja, herzlichen Dank, lieber Hannes. Willkommen auch von meiner Seite an Sie alle. Und ja, ich bin ja schon vorgestellt worden. Ich fühle mich eigentlich recht treffend beschrieben als Grenzgänger zwischen den Welten von Wissenschaft und Politik. Es ist allerdings in der Tat ein durchziehendes Grundmuster durch mein Leben. Also Fragen der Ökologie, der Nachhaltigkeit oder wie es heute oft heißt, der sozial-ökologischen Transformation haben mich mein Leben lang begleitet. Ich habe mich in den letzten Jahren neben der Klimapolitik, die so eine Art Schwarzbrotthema ist, was ich seit 30 Jahren beackere, sehr viel auch beschäftigt mit Fragen der nachhaltigen Ökonomie, vor allen Dingen mit der Geldfrage, aber auch mit der Ökonomie des Teilens, und überhaupt mit der pluralen Ökonomik. Das ist auch der Grund, warum es mich dann letztlich an die Cusanus Hochschule, verschlagen hat, weil ich finde, dass diese Fragestellungen hier auf vortreffliche Weise zusammenlaufen. Ich schaue also, wenn man so will, aus einer Doppelperspektive auf die Fragestellung von heute, nämlich als Ökologe mit starker Affinität zur Biologie und als Sozialwissenschaftler und auf der anderen Seite als Theoretiker und auch als Praktiker. Ich denke, das wird man meinen Ausführungen auch anmerken. Diese Ausführungen beziehen sich auf ein Thema, was natürlich sehr, sehr breit ist. Und Sie können sich vorstellen, ein Titel wie Von der Corona-Krise zur Nachhaltigkeit, was eine Politik der Zukunftsfähigkeit jetzt leisten muss, ist eigentlich ein Thema mindestens mal für ein Semester. Deswegen kann ich manche Themen nur platzieren und ja, Sie bitten, es als Denkanregung zu nehmen, aber auf keinen Fall natürlich in ihrer Fülle und in ihrer vollständigen Tiefe darlegen. Ich werde meine Ausführungen im Wesentlichen in zwei Teile gliedern, auch unter weitgehendem Verzicht auf Folien. Nämlich zum einen will ich fragen, gibt es gemeinsame Wurzeln der ökologischen Krise im umfassenden Sinne? Es geht nicht nur um die Klimakrise und der gegenwärtigen Pandemie. Also gewissermaßen gibt es gemeinsame Wurzeln, die man dann auch, das wäre der zweite Teil, gemeinsam anschauen kann, bearbeiten kann und möglicherweise sogar einer Lösung zuführen kann. Also es ist eine klare Trennung zwischen einem analytischen Teil, Analyse und Kritik, wenn man so will, und der Versuch, Ihnen ein Angebot zu machen, wie diese gemeinsamen Wurzeln gesehen und gedeutet werden können. Und auf der anderen Seite aber auch ganz klar die Vorstellung, in welche Richtung Politik im weitesten Sinne, wobei ich ein weites Politikverständnis habe, nicht nur die formale Politik in Parlamenten, Regierungen, Verwaltungen und so weiter meine, sondern sehr stark auch die zivilgesellschaftliche Perspektive da im Blick habe, inwieweit Politik diese Felder, diese Probleme angemessen bearbeiten kann. Das wäre sozusagen die Grundstruktur und ich fasse dann am Ende der jeweiligen Teile dann in der Tat mittels einer Folie nochmal die Ergebnisse oder die Deutungen, die ich Ihnen anbiete oder die Empfehlungen, die ich ausspreche, an. Ich will zunächst zu der ersten großen Wurzel nach meinem Ermessen der beiden Krisen kommen. Das ist nämlich sozusagen die Ignoranz gegenüber Naturgrenzen und auch gegenüber ethischen Grenzen als zentrale Krisenursachen. Man könnte auch sagen, die Respektlosigkeit vor Naturgrenzen und ethischen Grenzen als Krisenursachen. Grundsätzlich wissen wir ja seit langer Zeit, dass wir im Overshoot leben, also längst jenseits der Grenzen, die die Natur uns setzt, operieren, als Gesellschaften, als Ökonomien. Das können wir wissen, spätestens seit 1972, als der Club of Rome dieses berühmte Buch Die Grenzen des Wachstums präsentiert hat, in dem beschrieben wird, was unsere Art zu wirtschaften bedeutet für die Naturressourcen, für die Umwelt und in letzter Konsequenz dann eben für die Weltbevölkerung. Wobei das Ganze damals einen Doppelcharakter hatte, nämlich zum einen war es eine Doomsday-Prophezeiung, also du Menschheit, wenn du so fortfährst wie bislang, die Natur zu übernutzen, wirst du früher oder später
zur Hölle fahren, so hieß es nicht wörtlich, aber sinngemäß. Es war aber auch gleichzeitig ein mutmachendes Buch, es ist jetzt fast 50 Jahre her, man glaubt es kaum, in dem gesagt wird, wir können das Ruder noch rumwerfen, wenn wir anders produzieren, wenn wir anders konsumieren, wenn wir anders Energie erzeugen, wenn wir anders das Land nutzen und die Ozeane und die Natur im weitesten Sinne. Seitdem liegen sehr viele harte Fakten auf dem Tisch. Das wurde dann nochmal weiter präzisiert, 1980 in einem großen Bericht Global 2000, der Bericht an den amerikanischen Präsidenten, und ist in den Folgejahren eigentlich immer weiter spezifiziert, qualifiziert, vertieft worden. Ein weiterer Meilenstein 1990 war der erste Bericht des Intergovernmental Panels on Climate Change, der jetzt auch schon 30 Jahre zurückliegt, in dem ganz klar beschrieben wurde, wie weitreichend die Konsequenzen für die Erdatmosphäre und für die lebensspendenden Systeme sind, wenn wir so fortfahren, fossile Energieträger zu verbrennen und die Landnutzung zu intensivieren. Und seit dieser Bericht erschienen ist, seit 30 Jahren, sind die klimaverändernden Emissionen nicht etwa zurückgegangen, sondern um über 70% gestiegen. Da sehen wir schon ein Problem, dieses Gap zwischen Wissen und Handeln. Und ein großes Thema, was manchmal zu kurz kommt, deswegen möchte ich es nochmal in besonderer Weise hervorheben, ist das Thema der biologischen Diversität, der biologischen Vielfalt. Es ist ja häufig nur in Gänsefüßchen von der Klimakrise die Rede. In Wahrheit jedoch ist die gegenwärtige sozial-ökologische Krise mindestens ebenso sehr eine Biodiversitätskrise, also eine Krise der Vielfalt. Und wir können ganz klar sehen, auch vielfach wissenschaftlich gezeigt, beispielsweise durch die bekannten Abhandlungen zum Thema Planetary Boundaries, also planetare Grenzen, von Rockström und von Steffen in den letzten Jahren, dass wir im Bereich Klima, im Bereich Biodiversität, im Bereich Stickstoff, Phosphor, auch im Bereich der Versauerung und Übernutzung der Meere schon lange, lange im Overshoot sind, also der Natur viel mehr zumuten und abverlangen, als sie verkraften kann. Das ist eine klare Aussage. Und die Zusammenhänge jetzt zum Thema der Pandemie. Gibt es da möglicherweise gemeinsame Wurzeln? Bevor ich da Ihnen meine eigene Deutung anbiete, will ich Ihnen die Ergebnisse einer wichtigen Studie, die jetzt gerade vor einer oder vor 10 Tagen veröffentlicht wurde, mitteilen oder darlegen vom United Nations Environment Program. Die trägt den Titel Preventing the Next Pandemic, also die nächste Pandemie vermeiden, und befasst sich mit der Frage, was sind denn die Haupttreiber dieser zunehmenden Pandemien, auf die wir ja gleich noch kommen werden. Und diese Studie, Preventing the Next Pandemic, kommt zu sieben Haupttreibern, menschgemachten Haupttreibern. Und ich nenne sie Ihnen einfach mal. Der erste und wichtigste ist der rasant zunehmende menschliche Bedarf an tierischem Eiweiß, also an Fleisch, Eiern, Milchprodukten etc. Das ist der erste große Treiber. Der zweite ist die nicht nachhaltige landwirtschaftliche Intensivierung, vor allem den Ackerbau und Tierhaltung, was bei uns oft auch als Massentierhaltung beschrieben wird. Das dritte ist die zunehmende Übernutzung und Ausbeutung von Wildtierbeständen, sodass wir also quasi in Kontakt kommen, in Begegnung kommen mit Viren, die uns normalerweise nicht begegnen würden. Aber dieses Vordringen in immer entlegenere Naturräume ist eben auch eine ganz starke Quelle von Virenausbreitung. Ich komme gleich noch dazu, aber die großen uns bekannten Virenausbrüche, sei es nun HIV, sei es SARS, sei es Ebola, sei es Zika und so weiter, das sind alles Virenstämme, die aus dem Kontakt des Menschen mit der übernutzten Natur der Wildnis stammen. Der vierte große Bereich ist die Übernutzung natürlicher Ressourcen, die durch Urbanisierung, Veränderungen in der Landnutzung und beschleunigte Rohstoffausbeutung forciert wird. Der fünfte ist der zunehmende Verkehr und der zunehmende Tourismus, also das ständige in Bewegung sein von
Waren und Menschen. Das sechste sind die Veränderungen in der Nahrungsmittelerzeugung, also eine Technologiefrage. Und das siebte ist der Klimawandel. Das heißt also, wenn Sie sich die Wurzeln der sozial-ökologischen Krise anschauen, die ich ja gerade eben kurz genannt habe, und das vergleichen mit den Wurzeln der Pandemien, die jetzt gerade in dieser UNEP-Studie nochmal sehr kompakt zusammengefasst worden sind, dann können Sie sehen, dass das in hohem Maße identisch ist. Es sind nicht zwei völlig unabhängig voneinander stehende Dinge. Und zwei Bereiche springen einen da besonders an, die in der Diskussion ja gelegentlich auch genannt werden. Das ist zum einen natürlich das Vordringen in die tropischen Regenwaldgebiete. Das ist ganz offenkundig der Fall. Was natürlich häufig so nach dem Motto, das ist ja weit weg von uns, die Verursacher sind andere, quasi schnell beiseite geschoben wird, weil oft vergessen wird, welchen Anteil wir daran haben, auch durch unsere Art zu leben, unsere Art beispielsweise unsere Nutztiere zu füttern, Soja, Tapioca und anderes mehr. Also da besteht durchaus auch ein Teil, eine Teilverantwortung von uns selbst, von uns, sage ich jetzt mal, die Bewohnerinnen und Bewohner der Nordhemisphäre. Und zum Zweiten eben das große Thema Massentierhaltung. Viele Seuchen, viele Virenproblematiken, die wir kennen, sei es die Vogelgrippe, sei es die Schweinepest, sei es die Maul- und Klauenseuche, die haben sehr, sehr viel mit der Haltungsform zu tun, mit der Massentierhaltung, mit der dichten Haltung von Tieren auf engstem Raum, die nicht nur aus tierethischen Gründen fragwürdig ist, über die sprechen wir noch, sondern eben auch aus Gründen der Krankheitsausbreitung und dann auch noch sekundär Folgen hat das durch den exzessiven Einsatz von Antibiotika, Antibiotikaresistenzen entstehen, die wir an anderer Stelle dann nicht mehr nutzen können, da wo wir sie wirklich brauchen. Also Sie sehen, diesen ersten Punkt, den ich genannt habe, Ignoranz gegenüber Naturgrenzen und auch Ignoranz gegenüber ethischen und spezifisch tierethischen Überlegungen oder Grenzen, besser gesagt, Entschuldigung, das ist eine ganz zentrale Krisenursache. Und es ist ja bei uns in unserer Gesellschaft oft so, dass diese ganze Frage, ja, wie wir Tiere halten, so als Spleen abgetan wurde von einigen wenigen. Ich habe das Gefühl und beobachte das selbst seit langer Zeit, dass diese tierethischen Fragen eine zunehmende Bedeutung erfahren und dass diese tierethischen Fragen eben auch im Sinne eines gesunden Eigennutzes auf die Tagesordnung gehören, weil die Folgen doch sehr, sehr weitreichend sein können. Das ist also quasi die erste Feststellung, die ich machen möchte, dass beide Krisen, die sozialökologische Krise und die Pandemien, direkt miteinander zu tun haben, weil ihre Wurzeln zu einem guten Teil gleich sind. Und zu benennen ist auch, dass wir bei den Umweltveränderungen natürlich immer eher so denken, naja, das sind langfristige Sachen, die werden inkrementell oder graduell verlaufen, also schrittweise, wenn man so will. Auch das ist eine nicht mehr zutreffende, viel zu optimistische Annahme, spätestens seit wir etwa in den letzten 10 Jahren zunehmend gelernt haben, über die sogenannten Tipping Points nachzudenken, über die Kipppunkte. Also wenn wir die Natur systematisch übernutzen, ihre Grenzen also systematisch und dauerhaft ignorieren, dann verlaufen die Veränderungen in der Natur, die uns betreffen, denn wir sind Naturwesen und stehen mit beiden Beinen im Naturreich, dann verlaufen die eben nicht kleinteilig und harmlos und schrittweise, sodass wir uns an sie anpassen können, sondern es besteht auch die Gefahr, dass es zu Kipppunkten kommt. Im Bereich der Klimadebatte ist Ihnen das vielleicht vertraut, das Thema, dass die ozeanische Pumpe, also der Golfstrom, nicht mehr funktioniert und den Wärmetransport nach Europa unterlässt oder dass die Permafrostböden in Sibirien auftauen und Methan freisetzen in großem Umfang, sodass sich kreisförmige Spiralen ergeben, sich selbst verstärkende Effekte und auch das Thema tropischen Regenwälder und ihre Zerstörung. So, das war mir sehr wichtig, am Anfang diesen Punkt zu machen, dass wir eben feststellen müssen, dass das Ignorieren von Naturgrenzen, was ja von manchen so als so eine Art Geschmacksfrage abgetan wird,
dass wir das als einen der Haupttreiber der Krisenursache sehen müssen. Das zweite Thema, was ich ansprechen möchte, wie gesagt, ich reflektiere die Dinge immer im Zusammenhang der beiden großen Krisen. In Wahrheit sind es noch mehr Krisen oder man spricht ja auch von multiplen Krisen, was sich ja auch in dem Begriff, den Hannes eben genannt hat, Fight Every Crisis manifestiert. Ich betrachte aber diese beiden Entwicklungen parallel. Und da kommt natürlich die Frage ins Zentrum, die Rolle der Wissenschaft. Welchen Beitrag leistet die Wissenschaft? Ich nenne das also reflektierte Wissenschaftsbasierung statt Faktenleugnung und Populismus. Wenn wir uns anschauen, die Rolle der Wissenschaft bei den beiden Themenkreisen, dann stellen wir ja zunächst mal fest, dass im Bereich der Klimaforschung, die seit 30 Jahren evidenzbasiert valide Ergebnisse präsentiert, diese zwar verbal angenommen werden im politischen Raum durch die Arbeit des Intergovernmental Panel on Climate Change und die verschiedenen Abkommen, die Klimarahmenkonvention, das Kyoto-Protokoll oder jetzt den Pariser Klimavertrag von 2015, dass die Umsetzung der notwendigen Gegenmaßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels aber nicht stattfindet. Da haben wir hier eine klare Lücke zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischem und gesellschaftlichem Handeln. Bei der Corona-Krise, der Covid-19-Krise, war es ja jetzt doch durchaus erstaunlich, mit welch unglaublich schneller Geschwindigkeit sehr tiefgreifende Eingriffe von der Politik vorgenommen wurden, die bis weit in die persönliche Sphäre hineinragten und persönliche Freiheitsrechte auch zurückgeschraubt haben, tangiert haben. Und das ist also zunächst mal zu konstatieren, auf einer ganz nüchternen Ebene. Beim Klimawandel oder bei der ökologischen Krise im weitesten Sinne kann man, wenn man denn wollte, seit 50 oder spätestens 30 Jahren wissen, dass das zu einer sehr problematischen Entwicklung führen wird, die uns letztlich für uns Menschen auch lebensbedrohlich ist. Und trotzdem geschieht nichts. Bei der Covid-19-Krise ist sehr schnell, sehr tiefgreifend reagiert worden. Und das wirft natürlich die Frage auf nach der Rolle der Wissenschaft. Und da kann man ja schon sagen, dass sozusagen aus einer kritischen Perspektive die Antwort nicht sein kann, Scientismus statt Demokratie, also Herrschaft der Wissenschaft statt Herrschaft des Volkes. Was man aber sehr wohl sagen kann, von guter Politik muss man erwarten, dass sie wissenschaftsbasiert agiert, dass sie wissenschaftliche Tatsachen zur Kenntnis nimmt, dass sie sie in ihrer Handlung konsequent berücksichtigt. Das ist keine Expertokratie oder keine Entmündigung von Politik, weil natürlich aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen keine unmittelbaren normativen Handlungsanleitungen erfolgen können. Aber es sollte Common Sense sein. Und das hat sich bei der Covid-19-Krise natürlich deutlich gezeigt. Da ist das tatsächlich geschehen, obwohl die Unwägbarkeiten natürlich noch viel größer sind als beim Klimathema. Und insofern ist natürlich die Frage jetzt auf der Tagesordnung, welche Rolle soll die Wissenschaft für die Politik spielen? Und es ist ja fast schon eine Ironie der Geschichte, dass eine soziale Bewegung wie Fridays for Future jetzt Transparente hochhält, auf denen steht Follow the Science oder Unite behind the Science, versammelt euch hinter der Wissenschaft. Da sieht man doch schon, dass da ein Einstellungswandel stattgefunden hat. Wie gesagt, ich persönlich deute es so, dass damit nicht gemeint ist, dass sich aus der Wissenschaft unmittelbar Politik ableiten lässt, aber dass Politik die Wissenschaft ignoriert, die Fakten leugnet oder populistisch wegzudeuten versucht, dass die nicht auf der Höhe der Zeit ist und dass die auch bestraft wird. Das muss man ja ganz klar sehen. Man muss sich ja nur die Zahlen, die Fallzahlen in den Ländern anschauen, wo es eben nicht gelungen ist, to flatten the curve, weil die Tatsachen nicht anerkannt wurden. Und das vergleiche mit den Ländern, wo doch einigermaßen wissenschaftsbasiert agiert worden ist. Und man wird einen riesigen Unterschied feststellen. Also ich plädiere deshalb, das wäre meine zweite Quintessenz, sehr stark dafür, nicht, dass die Logik der Politik ersetzt wird durch die Logik der Wissenschaft, aber dass starke Resonanzbeziehungen zwischen Wissenschaft und Politik gepflegt werden müssen. Und dass zwischen diesen beiden Welten keine Mauer stehen darf. Wissenschaft steht auch in gesellschaftlicher Verantwortung und Politik steht in der Verantwortung, wissenschaftliche Erkenntnisse ernst zu nehmen und nicht, wie in der Klimapolitik oder der Biodiversitätspolitik seit langem der Fall, einfach über sie hinwegzugehen bei rhetorischer Anerkennung.
Der dritte Punkt hängt ganz eng damit zusammen, den ich Ihnen anbieten möchte. Er heißt eigentlich ganz profan bei mir: Politik kann problemangemessen handeln. Politik kann problemangemessen handeln. Wir haben ja eigentlich in den letzten 20 Jahren eine Diskussion erlebt, wo sich bei vielen so eine Grundhaltung durchgesetzt hat: Naja, Politik kann ja eigentlich gar nichts mehr machen. Die Dinge sind so komplex geworden, so global geworden, dass Politik dieser Komplexität eigentlich kaum noch genügen kann und immer den ökonomischen Prozessen hinterherhechelt. Manche sprachen sogar davon, dass die Politik nur noch eine Handlangerin ökonomischer Interessen ist, eine Dienerin gewissermaßen, was auch dann im Wissenschaftsraum sehr stark durch die Thesen von Colin Crouch zur Postdemokratie gezeigt worden ist oder beschrieben worden ist, dass quasi das formale Institutionengefüge der Politik, die Parlamente, die Regierungen, die Verwaltung und so weiter, zwar da sind, aber sich längst eine Realität gebildet hat, die jenseits dessen stattfindet, sodass Politik in der Tendenz sehr stark, im Grunde genommen nur noch zur Sachwalterin von Sachzwängen geworden ist. Und hier bei der Corona-Krise finde ich ein interessantes Phänomen, zunächst mal auf der Beobachtungsebene, dass diejenigen, die konsequent gehandelt haben, sachangemessen gehandelt haben oder nach bestem Wissen jedenfalls sachangemessen gehandelt haben und dass politischer Mut nicht bestraft, sondern belohnt wurde. Das finde ich auch nochmal ein sehr interessantes Phänomen. Es wird ja oft so getan, von Politikern selbst auch. Wenn man den Menschen die Wahrheit zumutet, dann wird man nicht wiedergewählt. Ja, was so eine quasi eingebaute Feigheit im Grunde genommen ist oder so eine Apologetik. Man kann halt nicht viel machen, weil wenn man wirklich die harten Facts auf den Tisch legt, dann wird man abgewählt, dann wird man nicht bestätigt. Und dieses Märchen von der Postdemokratie ist mindestens mal in diesem spezifischen Fall doch überwunden worden, weil Politik hat gehandelt. Natürlich ist es etwas anders als beim Klimawandel, wo ja doch geglaubt wird, die Probleme liegen in einer ferneren Zukunft und möglicherweise auch primär in ferneren Weltgegenden. Und wir können uns möglicherweise mit unserer imperialen Lebensweise davor schützen, während es hier bei Corona unmittelbar um Leben und Tod ging. Aber dennoch würde ich sagen, politischer Mut war möglich und wurde honoriert. Die Zauderer und Zögerer haben sehr schlechte Umfragewerte und diejenigen, die die Probleme verleugnet haben, die Populisten, ob in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich oder in Brasilien, die stehen, was die reale Bilanz betrifft, sehr, sehr schlecht da und versuchen sich jetzt quasi mit ihren bewährten populistischen Mustern irgendwie mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber scheitern damit. Also insofern finde ich auch da eine interessante Lehre, die ich ziehen würde. Politik kann tatsächlich problemangemessen handeln, wenn sie sich nur traut. Der vierte Punkt, den nenne ich Überglobalisierung und komplexe Lieferketten machen vulnerabel, machen verletzlich oder schwächen eben auch die Resilienz, die Widerstandskraft. Dieses Thema ist ja schon des Öfteren auch in den Medien behandelt worden. Also die Grundidee der neoklassischen Ökonomik ist ja, ausgehend von David Ricardo, ja, Arbeitsteilung ist gut, Spezialisierung ist gut, Handel ist gut, Effizienzorientierung ist gut, Wettbewerbsorientierung ist gut. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch aufgrund der niedrigen Transportpreise für Seeverkehre und Luftverkehre im Grunde genommen es zu einer unglaublichen Vertiefung der internationalen Arbeitsteilung gekommen ist. Und auch hat es dazu geführt, dass viele kritische Bereiche aufgegeben worden sind, weil sie aus einer reinen Effizienz- und Wettbewerbsperspektive sich eigentlich nicht mehr lohnen. Und man ist stattdessen übergegangen zu einer rein effizienzorientierten Betrachtung auf die Ökonomie. Man hat Pufferkapazitäten abgebaut, solche profanen Dinge wie Lagerbestände beispielsweise. Das ist alles auf die Straße oder in den Verkehr verlegt worden, die sogenannte Just-in-Time-Produktion als rollende Warenlager, sagt man auch. Das heißt also, es ist alles auf Kante genäht.
Und das funktioniert nur so lange, wie eben alles durchlässig ist. Und sobald, das haben wir erlebt bei den Grenzschließungen, die Schwierigkeiten auftauchen, dann ist es schwierig, selbst elementarste Dinge zu beschaffen. Und dann ist es auch möglich, dass es zu irrationalen Verbraucherreaktionen kommt, wie Hamsterkäufen und vielem anderen mehr. Das heißt, das, was von der vorherrschenden Ökonomik als die absolut notwendige wirtschaftspolitische Strategie beschrieben worden ist, Arbeitsteilung, Wettbewerb, Spezialisierung, Economies of Scale, Größenvorteile und als Nebeneffekte Externalisierung, Abwälzung der Kosten auf die Gesellschaft und so weiter. Das sagt zwar keiner explizit, ist aber immer implizit mit angenommen. Das hat sich in der Krise als sehr, sehr problematisch erwiesen. Und viele Grundannahmen sind einfach erschüttert worden. Also manche, wie Ulrike Herrmann, sprechen ja schon vom letzten Sargnagel des Neoliberalismus. Ich weiß nicht, ob man schon so weit gehen kann, aber man kann definitiv sagen, dass manche vermeintlichen Weisheiten eben doch keine sind. Wir könnten konkret das Thema nehmen, Economies of Scale, das heißt Steigerung der Kosteneffizienz und der Wettbewerbsfähigkeit durch Größe und Spezialisierung. Aber was jetzt klar geworden ist in dieser Krise ist, es gibt eben auch Diseconomies of Scale, also Nachteile von Arbeitsteilung, Spezialisierung und allzu scharfer Wettbewerbsorientierung. Also auch da würde ich sagen, hat die Krise tatsächlich manches neu offengelegt. Es sind ja im Grunde genommen Offenlegungen, ich würde fast sogar sagen Offenbarungen in manchen Bereichen. Das scheint mir doch der Fall zu sein und dass es ein natürliches Spannungsverhältnis gibt zwischen Effizienz, also zwischen ökonomistisch verengter Effizienz auf der einen Seite und Resilienz im Sinne von Fähigkeit, mit Krisen umzugehen, Robustheit. Ja? Das geht nicht um Autarkie, aber um mehr Autonomie im Sinne von Selbstbestimmung. Das heißt also auch hier würde ich sagen, die Überglobalisierung und die Komplexität der Lieferketten ist in dieser Krise sehr, sehr deutlich geworden. Das ist für mich so eine vierte Offenkundigwerdung oder Offenbarung. Das fünfte, das nenne ich, durchökonomisierte Infrastrukturen schaden dem Gemeinwohl. Infrastrukturen, zunächst mal, was ist das? Infrastrukturen sind das, auf dem alles fußt, gewissermaßen. Dazu gehört natürlich die Bildung, die Gesundheit, die Kommunikation, aber eben auch die physischen Infrastrukturen. Also das, was unseren Stoffwechsel als Gesellschaft mit der Natur in ganz hohem Maße vorbestimmt. Die Energie, der Transport, Wasser, Abwasser, Wertstoffe, aber eben auch zum Teil das Wohnen, vieles andere mehr. Und was sich in dieser Krise gezeigt hat, ist, dass bei den Infrastrukturen doch seit geraumer Zeit, ich würde sagen seit etwa 2 bis 3 Dekaden, zu sehr so getan worden ist, als könnte man öffentliche Infrastrukturen, die für alle wichtig sind, vor allen Dingen für die einkommensschwachen Gruppen, als könnte man öffentliche Infrastrukturen so betreiben, wie man ein Kaufhaus betreibt oder wie man eine Autofabrik betreibt. Ja, also auch nach den reinen Kriterien Wettbewerb, Effizienz, Kostenoptimierung. Natürlich sind das Aspekte, die man berücksichtigen muss. Aber wenn es um Infrastrukturen geht, braucht man immer auch Pufferkapazitäten. Und wenn man alles auf Kante näht, alles sozusagen effizienzmäßig wegrationalisiert, um die Kostenstruktur zu optimieren, dann ist natürlich, ist man in Krisensituationen, sei es jetzt die Klimakrise, sei es eine Finanzkrise, sei es sowas wie jetzt die Pandemie, ist man extrem anfällig. Das heißt also, wir müssen bei den öffentlichen Infrastrukturen andere Maßstäbe anlegen als bei den anderen Bereichen der Wirtschaft. Und es ist ja auch klar geworden, bei vielen Ländern oder in vielen Ländern, die ihr Krankenhauswesen so stark praktisch durchökonomisiert haben, dass dort eben keinerlei Puffer mehr da waren. Sie erinnern sich an die Kurve Flatten the Curve, also da ist auch durchaus eine Analogie zur Ökologiedebatte. Das ist die Aufnahmekapazität, wenn man so will, des Systems und das ist die aktuelle Inanspruchnahme. Und wenn die aktuelle Inanspruchnahme deutlich darüber geht, über diese
gewünschte flache gaußsche Glockenkurve, dann hat man eben riesige Probleme. Man hat viele Menschen, die man nicht adäquat versorgen kann im Gesundheitswesen. Man hat auch viele Menschen, die sterben. Auch das kann man in der Krise, das muss man ja jeweils spezifisch und genau betrachten, aber zeigen, dass diejenigen, die es übertrieben haben mit der reinen Kostenorientierung der Infrastruktur und sämtliche Pufferkapazitäten abgeschafft haben, dass die große Probleme gehabt haben. Der nächste Punkt, den ich markieren möchte, als wichtige Krisenursache ist das, was in unseren, in Gänsefüßchenkreisen, als Missachtung der Sorgearbeit oder Unterschätzung der Sorgearbeit beschrieben wird. Die Missachtung der Sorgearbeit ist ein Krisenbeschleuniger. Wir tun ja oft so, als wenn die Ökonomie nur aus dem bestünde, was wir wiegen, messen und zählen können. Bekanntermaßen gemessen durch das Bruttoinlandsprodukt. In Wahrheit ist es aber so, dass unsere Ökonomie in ganz, unsere Gesellschaft insgesamt, aber unsere Ökonomie auch in ganz hohem Maße darauf fußt, dass wir uns alle nicht ständig permanent alles in Rechnung stellen, sondern Dinge einfach tun, weil sie notwendig sind für das Funktionieren der Gesellschaft, für das Funktionieren der Gemeinschaft. Ob es die Familienarbeit ist, die Kinderbetreuung, die Altenpflege, aber auch Dinge wie soziales Engagement, Nachbarschaftshilfe und vieles andere mehr. Und in dieser Krise ist mehrerlei deutlich geworden. Wie gesagt, man müsste die einzelnen Themen sich nochmal spezifischer anschauen, aber unter anderem ist deutlich geworden, dass diese Sorgearbeit doch das Fundament der Gesellschaft bildet und dass viele Menschen durchaus, wenn sie müssen, dazu in der Lage sind, auch dieses Feld zu bestellen, wenn Druck von ihnen genommen wird. Dieser Druck, der eben sehr stark aus dem Erwerbssystem kommt, aber auch aus anderen ökonomischen Zwängen, sodass man sagen kann, dass die Sorgearbeit in all ihren Facetten, natürlich auch Überlastungsphänomene und vor allen Dingen Frauen, die vieles tragen mussten und müssen, dennoch offenkundig geworden ist, die Bedeutung. Und dass die Gesellschaft daraus Konsequenzen ziehen muss, zu denen ich ja gleich noch komme, von Dingen wie besserer Bezahlung für Sorgearbeit, aber auch zu einem ausbalancierten Verhältnis von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit, bis hin zu Fragen, wie wir den Sozialstaat der Zukunft gestalten, Stichwort Grundeinkommenselemente und anderes mehr. Das wäre jetzt sozusagen das sechste Deutungsangebot, was immer unter dem Blickwinkel des Offenkundigwerdens ich Ihnen zeigen möchte. Das siebte und vorletzte wäre die erzwungene Suffizienzerfahrung als Nachhaltigkeitsressource. Fragezeichen setze ich dahinter. Also wir haben ja, oder viele von uns haben sich jetzt in der Krise konkret mit Suffizienzerfahrungen auseinandersetzen müssen. Sozusagen mit erzwungener, durch die Umstände erzwungener Genügsamkeit. Weniger Mobilität, weniger Konsum, weniger Shopping, auch weniger Erwerbsarbeit. Und die Frage ist, ob diese Erfahrungen, die da gemacht worden sind, ob die auch eine Ressource sein können für die Zeit danach. Und das ist eine sehr interessante Frage. Da sind auch unterschiedliche Einstellungen da. Viele glauben, es sei eine reine Leidenserfahrung gewesen, die, sobald die Krise wieder vorbei ist, wieder umgesetzt wird in Hypermobilität und Hyperkonsum. Andere, und zu denen zähle ich, glauben, dass das durchaus eine Ressource bilden kann für nachhaltige Politik, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Das ist allerdings der entscheidende Gedanke. Das knüpft auch so ein bisschen an die Frage vorher an Sorgearbeit, Balance, Erwerbsarbeit, Sorgearbeit und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass diese erzwungenen Suffizienzerfahrungen nutzbar gemacht werden können, aber dass es dafür politischer Gestaltung bedarf. Und dann der letzte Punkt, bevor ich dann zu dem Teil komme, wo ich ein paar Andeutungen machen möchte, wo ich glaube, wo es hingehen sollte, ist das Thema die Renaissance des Nationalstaates in der Krise. Wir können ja
feststellen, dass anders als man hätte annehmen dürfen vielleicht bei dem globalen Problem Covid-19, es zu so etwas gekommen wäre wie verstärkter internationaler Kooperation oder gar Global Governance, wie es so schön heißt. Aber die Wahrheit war natürlich, dass in der ersten Phase der Krise jedenfalls, die doch im Wesentlichen bis heute anhält, die nationalstaatlichen Akteure und die subnationalen Akteure bis hin zu den Kreisgesundheitsämtern das Heft des Handelns in der Hand hatten, aufgrund ihrer historisch gewachsenen Handlungskapazitäten, während supranationale Institutionen wie die Europäische Union beispielsweise, die ja auch für Gesundheitspolitik gar nicht zuständig ist, oder internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation keine Rolle gespielt haben in der unmittelbaren Krisenbearbeitung. Auch das ist ein Punkt. Im Gegenteil, der Nationalstaat hat sich ganz stark als der Souverän gezeigt, von dem viele geglaubt haben, das wäre er schon gar nicht mehr, indem er sogar Grenzen geschlossen hat und Verbote aller Art aussprechen konnte. Und die Frage ist natürlich für uns, was folgt daraus für uns jetzt als Gesellschaft? Und daraus sollte natürlich nicht folgen, dazu komme ich gleich, sozusagen der Rückzug ins vertraute Bett des Nationalstaats, das wäre verheerend. Aber man muss sich schon fragen, eine Sternstunde von Global Governance war das sicherlich nicht. Und wie kann man diese Strukturen so gestalten, dass man nicht zurückfällt in Muster, die am Ende des Tages gar nicht zukunftsfähig sind, und dass wir da uns Gedanken machen müssen über Themen wie Subsidiarität, angemessene Handlungsebenen und so weiter. So, das war jetzt mein zugegebenermaßen Parforce-Ritt durch die Deutung der Krise. Ich habe sie nochmal in einem Bildchen abschließend zusammengefasst und will das hier gerne aufspielen. Das wäre also die Lessons learned or to be learned, würde ich sagen. Respektlosigkeit vor Naturgrenzen und ethischen Grenzen als Krisenursachen, reflektierte Wissenschaftsbasierung statt Faktenleugnung und Populismus. Politik kann problemangemessen handeln. Über Globalisierung und komplexe Lieferketten machen vulnerabel. Durch ökonomisierte Infrastrukturen schaden dem Gemeinwohl. Missachtung der Sorgearbeit als Krisenbeschleuniger. Erzwungene Suffizienzerfahrung als Nachhaltigkeitstreiber? Fragezeichen. Und Renaissance des Nationalstaates in der Krise, Ende der internationalen Kooperation? Fragezeichen. Oder Beginn von etwas Neuem. So, jetzt komme ich zu meinem zweiten Teil, der dann doch etwas kürzer ausfällt, als ich ursprünglich geplant hatte. Deswegen tue ich gleich mal das Bildchen drauf, was ich eigentlich erst nur als Abschlussbildchen zeigen wollte, und hangel mich so ein bisschen daran lang, um meine verbleibende Viertelstunde daran auszurichten. Also die Frage ist ja jetzt, was muss passieren, damit diese Krise nicht nur in ihren schlimmen Dimensionen Wirksamkeit entfaltet, sondern auch in den Chancen, die in ihr liegen. Also ich persönlich beobachte und bin auch an verschiedener Stelle daran beteiligt, dass die ganze Debatte im Moment sehr reduktionistisch verläuft. Sehr reduktionistisch und eigentlich nur unter der Frage läuft, recovering better. Ja, also, dass gefragt wird, wie werden die Konjunkturprogramme ausgestattet, wie werden die Wiederaufbauhilfen ausgestattet und so weiter, und wie hoch ist der grüne Anteil daran. Wenn man sich beispielsweise das Paket der Bundesregierung anschaut, dann kann man natürlich sagen, ja, da sind Dinge drin, Förderung der erneuerbaren Energien oder Förderung des Wasserstoffs in der Stahlerzeugung oder Förderung der Elektromobilität. Oder wenn man sich das europäische Paket anschaut, diese 750 Millionen, über die jetzt in den letzten Tagen gerungen wurde, dann kann man sagen, ja, da ist das ein oder andere drin, verglichen mit früheren Programmen. Aber es ist immer noch galaxienweit entfernt vom Notwendigen, und vor allem, was völlig ausgeblendet wird, sind Strukturfragen. Es wird sehr, sehr stark rekurriert auf Technologiefragen. Welche Technologien brauchen wir für eine zukunftsfähige Entwicklung und so weiter? Und es wird sehr, sehr wenig gefragt nach der gesellschaftlichen Ordnung, nach der ökonomischen Ordnung,
und den Grundsatzschlüssen, die wir aus diesen Krisen ziehen sollen. Und bevor ich zu den einzelnen Punkten komme, will ich ganz kurz nur sagen, ich denke, es macht Sinn, sich, wenn man sich beteiligt an dieser Diskussion, wie es in Zukunft weitergehen soll, als gute Gesellschaftsgestalterin oder guter Gesellschaftsgestalter, dann sollte man sich, glaube ich, ein paar Grundhaltungen zulegen. Und 5 würde ich gerne vorwegschicken. Also einmal diese bereits beschriebene Wahrnehmung, dass die Covid-19-Krise und die ökologische Krise gemeinsame Wurzeln aufweisen, auch wenn sie sich natürlich bezüglich der Zeithorizonte, also man kann unmittelbar sterben, und der Vehemenz der unmittelbaren Folgen unterscheiden, aber sie sind doch stark verwoben. Ich glaube, das ist ein guter Angang an die Fragestellung. Ein zweiter ist, dass man wirklich die Krise auch als Chance begreifen sollte, ausgetretene Pfade zu verlassen und dass die Politik jetzt nicht so nach dem Motto schnell zurück zum Status quo ante, also in die wunderbare Situation davor, von der wir wissen, dass sie nicht wunderbar war, sondern dass man diese Krise auch als Fenster der Möglichkeiten nutzt oder wie die alten Griechen gesagt haben, als Kairos, als günstige Gelegenheit, als günstige Möglichkeit. Und wichtig ist auch, dass in diesem Prozess es nicht so sehr um ein Entweder-Oder geht, sondern wir brauchen in diesem Prozess der sozial-ökologischen Transformation sowohl eine handlungsstarke Politik als auch einen leistungsfähigen Staat, als auch eine transformationswillige, transformationsfähige und vor allen Dingen plurale, pluralistische Wirtschaft und über all dem stehend eine Stärkung der Zivilgesellschaft. In dem Sinne, dass man die Räume zwischen dem Staat und den Märkten systematisch belebt und erschließt und durch neue Formen fördert. So, deswegen will ich jetzt kurz auf diese Folie eingehen, gehe ja vielleicht doch noch mal raus aus dem Bildmodus. Praktische Konsequenzen. Ich glaube, als erstes wäre es essentiell, wenn wir den Gedanken ernst nehmen, dass es darum geht, die Ökonomie wieder verstärkt in Naturbezüge und gesellschaftliche Bezüge einzubetten, dass wir uns das auch als Verfassungsziel geben. Das wäre sehr wichtig, dass Nachhaltigkeit nicht als Staatsziel, sondern als Grundrecht und als Grundpflicht in der Verfassung verankert würde. Das würde es wesentlich erleichtern, die einzelgesetzlichen Regelungen dann tatsächlich systematisch und konsequent auszurichten am Postulat der Nachhaltigkeit. Das heißt, es geht um Ziele, die Zielform, also Politik von den Zielen her denken. Ob es jetzt das CO2-Ziel ist, was weiß ich, bis 2035 auf Null zu kommen, netto Null zu kommen bei den CO2-Emissionen, ob es die Flächenneuversiegelung von Null ist bis 2030 oder wie auch immer. Also Ziele quasi basierend auf der Verfassung zu formulieren. Das Zweite, das ist natürlich an der Cusanus Hochschule ein ganz wichtiges Thema. Natur eben nicht primär oder gar ausschließlich als Naturkapital zu sehen, dass es für ökonomische Verwertungszwecke zu nutzen gilt, also als Quelle, als Senke, als Faktor der Mitproduktivität oder als ökologische Dienstleistungserbringerin, sondern die Natur ist unsere Basis. Und das ist eine ganz wichtige Form des Denkens, der systematischen Herangehensweise an Denkaufgaben und dass Menschen eben kein Humankapital sind, sondern dass Menschen in ihrer Gänze gesehen werden wollen und dass man entsprechend auch sich an die Ökonomie heranmachen muss, und eben nicht diese reduktionistische Sichtweise. Der dritte Punkt, ich würde fast sagen, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass es zu Prozessen der Deglobalisierung, der Re-Regionalisierung und der Entschleunigung kommen wird. Nicht in allen Bereichen, nicht durchweg, aber in manchen Bereichen, in vielen Bereichen ist das der Fall. Das kann man sehr schön zeigen am Bereich der Landwirtschaft. Da muss es zur Deglobalisierung und Re-Regionalisierung kommen, weil die jetzige Form der Landwirtschaft
mit ihren gesamten globalen Implikationen absolut nicht zukunftsfähig ist. Im Bereich der Energie ist es auch evident, obwohl wir uns immer freuen über den Zuwachs an erneuerbaren Energien, beziehen wir immer noch 70% unserer Energien aus teilweise problematischen Weltregionen als fossile Energien. Ja, also unsere Ökonomie ist noch immer eine fossilistisch-kapitalistische Ökonomie. Und das betrifft auch den Transportsektor natürlich in hohem Maße, wo es darum geht, dass die Ikonen der Globalisierung, wenn man so will, also der Container und das Frachtflugzeug, dass dort auch ökologisch mindestens näherungsweise wahre Preise gelten, weil jetzt die niedrigen Transportpreise praktisch ein Stimulierungsprogramm für nicht nachhaltige Globalisierung sind. So, dieser Prozess will gestaltet werden, auch im Rahmen der Wirtschaftspolitik, der Wirtschaftsförderung und so weiter. Das halte ich für zentral auch als Aufgabe für eine Hochschule wie unsere oder überhaupt für die Ökonomie als Wissenschaft. Und damit das ist natürlich die Gefahr, die viele von uns, ich jedenfalls und ich hoffe die meisten nicht wollen, dass diese Deglobalisierungs- und Re-Regionalisierungstendenzen nicht quasi zurückführen in eine Renaissance nationalstaatlichen Denkens, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, eine Zukunft zu entwerfen, wo, ich nenne das weltoffene Glokalisierung zum neuen Leitbild wird. Glokalisierung ist ein Kunstwort aus politisch-kultureller Globalisierung, aber ökonomisch-technischer Regionalisierung oder besser müsste es heißen Dezentralisierung, weil Dezentralisierung und zellulare Ökonomien, die natürlich vernetzt sind, das ist ein zentrales Leitbild für eine neue Ökonomie, weil es natürlich nicht so sein kann, dass die Einsicht in die Notwendigkeit regionaler Stoffkreisläufe oder regionaler Solarökonomien und so weiter quasi gleichzeitig ein Förderprogramm für Renationalisierungstendenzen sein sollte, sondern im Gegenteil, es sind gemeinsame Menschheitsaufgaben, die gemeinsam zu bearbeiten sind und die eben ja, Weltoffenheit im Sinne von Zugewandtheit erfordern. Meine Zeit ist gleich um in 5 Minuten, deswegen will ich, manche Punkte habe ich eigentlich in der Problemanalyse schon beschrieben, nochmal darauf verweisen, dass die öffentlichen Infrastrukturen in Zukunft stärker als Gemeinschaftsgüter bewirtschaftet werden müssen, nach anderen Kriterien als reinen Effizienzkriterien, nämlich primär nach Resilienzkriterien und dass die Sorgearbeit gegenüber der Erwerbsarbeit aufgewertet werden muss und die Erwerbsarbeit ihrerseits humanisiert werden muss, weiter humanisiert werden muss, weil wir sehen ja durchaus, dass die Kreativität der Menschen da ist, aber dass der Leidensdruck natürlich auch da ist und hier gute Balancen zu finden, sei es über das Thema Arbeitszeiten, sei es über das kürzere Arbeitszeiten, sei es über das Thema Grundeinkommen, auch das ist eine wichtige Aufgabe für eine kritische Wirtschaftswissenschaft. Deswegen komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt. Ich hatte ja eben schon angedeutet, das ist zunächst mal eine allgemeine Formulierung, dass zwischen dem Staat, bei dem jetzt manche natürlich auch sehr stark ihn idealisieren, stark idealisiert, so nach dem Motto Vater Staat, der starke Staat und so weiter, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Wir brauchen einen handlungswilligen und handlungsfähigen Staat, der auch seine Handlungskapazitäten wirklich nutzt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in so einen Neo-Etatismus verfallen, dass wir glauben, wenn wir das nur alles an den Staat geben, dann wird das schon laufen. Meine Meinung ist, dass wir in diesem dritten Feld, das ein sehr großes Feld ist, jenseits der Märkte, den Markt gibt es ja nicht, wie wir von unserem Kollegen Walter Oetsch immer wieder lernen, jenseits der Märkte und jenseits des Staates ein großes Feld gibt, was manche als Zivilgesellschaft beschreiben, andere beschreiben es als öffentlichen Raum, dass wir den ausweiten müssen, dass wir den verstärken müssen. Und da sehe ich, das wäre jetzt in der Tat so die Zielgerade, da sehe ich folgende politischen Ansatzpunkte. Einmal erweiterte demokratische Verfahrensrechte. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass also wir haben ja jetzt durchaus gesehen und wir können das auch bei der Fridays for Future Bewegung und so weiter sehen, dass viele junge Menschen
gewillt sind, sich zu engagieren. Nicht nur junge Menschen, auch alte Menschen, mittelalte Menschen. Das sollte man gar nicht entlang von Alterskohorten machen. Und dass man demokratische Beteiligungsrechte erweitern sollte, auch vielleicht vor dem Gedanken, im Hintergrund des Gedankens eines neuen Generationenvertrages. Viele Menschen haben einfach keine Lust mehr darauf, ihre politische Tätigkeit darauf zu reduzieren, dass sie einmal in 4 oder 5 Jahren ihren Wahlzettel in die Box schmeißen, sondern sie wollen sich auch zwischen den Wahlen, die natürlich bedeutend bleiben, engagieren. Und hier gilt es, neue Möglichkeitsräume zu schaffen, ob es jetzt Bürgerräte sind, ob es andere Verfahren sind, darüber ist zu reflektieren. Das bezieht sich jetzt auf die Ebene der Politik. Ich sehe natürlich, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen Entscheidungskonsequenz und Entscheidungsstrenge und Partizipation. Da ist ein Spannungsfeld. Es darf also nicht in den Laberclubs ausgehen, sondern es muss konzentriert gearbeitet werden. Also wichtig ist Meinungsfreiheit, aber vor allen Dingen auch Meinungserarbeitungsfreiheit, dass man gemeinsame Positionen finden kann in solchen öffentlichen Räumen von Bürgerräten bis hin zu mehr Verfahrensrechten in Planungsverfahren und andere mehr. Das halte ich für einen wichtigen Punkt. Der zweite wichtigen Punkt, den ich die Stelle, wo das nachzulesen ist, zeige ich Ihnen gleich auch nochmal, den ich sehr, sehr zentral finde, ist, wie wir über Wohlstand sprechen in Zukunft. Die Wohlstandsmessung und vor allen Dingen die Wohlstandskommunikation. Dieses Thema müssen wir auch als Gesellschaft aufrufen und uns da auf neue Formen des Wohlfahrtsverständnisses einigen, im Großen und Ganzen jedenfalls. Wir haben ja heute diese reduktionistische Formel, das Bruttoinlandsprodukt oder das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gibt Auskunft darüber, wie gut es uns geht. Es sagt aber in Wahrheit nichts über das aus, was ich eben beim Thema Sorgearbeit beschrieben habe, also die ganze informelle Arbeit, die zu guten Teilen in der nicht ökonomischen Sphäre verläuft. Es sagt nichts über Fragen der Verteilungsgerechtigkeit aus. Es sagt nichts aus über die Qualität des Naturhaushaltes. Und es sagt auch nichts aus, das können Messindikatoren vielleicht auch gar nicht, über die Harmonie in einer Gesellschaft. Aber jedenfalls wäre es, glaube ich, eine zivilisatorische Errungenschaft erster Ordnung, wenn wir bei der Wohlstandsmessung, bei der Wohlstandskommunikation wegkämen von dieser sklavischen Fixierung auf diesen einen Indikator Bruttoinlandsprodukt. Das wäre ein zweiter Vorschlag, den ich unter dem letzten Rubrum da zivilgesellschaftlichen Raum zwischen Staat und Märkten beleben meine. Das dritte wäre das Thema Unternehmensbilanzierung, also Rolle der Unternehmen. Es hat ja in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche einen wunderbaren Vortrag auch gegeben, hier in dieser Reihe zur Rolle der Unternehmung oder der Unternehmen im Prozess der Nachhaltigkeitswerdung, so möchte ich es mal nennen. Und Unternehmen sind wichtige Akteure. Und auch Unternehmerinnen und Unternehmer wollen am Ende des Tages historisch auf der richtigen Seite gestanden haben. Und deshalb geht es eigentlich um ein erweitertes Unternehmensverständnis und eine Möglichkeit, will ich sagen, die einzige, dieser Verantwortung gerecht zu werden als Unternehmen, ist natürlich die Frage der Unternehmensbilanzierung. Dass Unternehmen auch in ihren Bilanzen nicht nur Auskunft darüber geben oder in der Gewinn- und Verlustrechnung, wie sich die monetären Zahlen darstellen, sondern dass auch ihr Beitrag zum Gemeinwohl zum Ausdruck gebracht wird. Da gibt es ja verschiedene Vorschläge. Das darf natürlich nicht in Bürokratie ausarten, aber dass Unternehmen sich eben auch im guten Sinne als Gesellschaftsgestalterinnen und Gestalter verstehen können und darüber auch Auskunft geben können im Rahmen von Transparenzschaffung und Berichtspflichten. Also wie gehe ich mit der Umwelt um? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Wie gehe ich mit meinen Kunden und meinen Lieferanten um? Wie gehe ich mit der Community um, in der ich platziert bin? Welche Rolle spiele ich in der Gemeinschaft und so weiter? Das wäre also ein drittes Standbein, die Formen der Unternehmensbilanzierung. Ein viertes, was ich sehe, ist der ganze Bereich, der jetzt unter dem Begriff läuft,
Verantwortungseigentum. Verantwortungseigentum. Dieser Gedanke ist ja durchaus an unsere Verfassung, wo da eben schon mal die Rede war, sehr gut anknüpfungsfähig, dass Eigentum eben nicht nur bedeutet, dass man etwas besitzt und damit machen, tun und lassen kann, was man will, sondern dass man auch in der gesellschaftlichen Verantwortung steht. Denn Eigentum verpflichtet natürlich auch, es soll den Zielen des Gemeinwohls dienen oder einen Beitrag dazu leisten. Deswegen finde ich diesen Ansatz, der auch an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und, sagen wir ruhig, Betriebswirtschaft angesiedelt ist, des Verantwortungseigentums einen sehr interessanten und attraktiven Forschungsbereich. Ein fünfter Punkt, den würde ich sogar sehr konkret und sehr präzise formulieren können, dass die Wirtschaftsförderung, sei es auf kommunaler, auf regionaler, auf nationaler oder europäischer Ebene, eben nicht nur Technologie fixiert auf große Kapitalgesellschaften zielt, sondern ganz besonders auch auf Unternehmensformen, die nicht primär oder gar ausschließlich gewinnorientiert arbeiten, sondern die auch gemeinwohlorientiert arbeiten. Ja, das knüpft so ein bisschen an das Verantwortungseigentum von eben, geht aber darüber hinaus. Also die ganze Thematik Prosumentennetzwerke, die ganze Thematik Sharing oder Repair Economy, Gemeinwohlökonomie, Commons Ökonomie, ein Kreis von wirtschaftspolitischen Alternativen, der sich ja jetzt auch in einem neuen Bündnis, NAO heißt es, glaube ich, zusammengeschlossen hat. Auch das sind interessante Ansätze und Politik kann das fördern auf vielerlei Weise, auf vielerlei Ebenen. Und auch das ist eine Frage, die zentral ist. Und natürlich last but not least der elementar wichtige Punkt des Geldes, der Rolle des Geldes, der Rolle der Finanzmärkte. Sie wissen vielleicht, wenn Sie bei uns studieren, wissen Sie es natürlich, aber von außerhalb kommend, wissen Sie es vielleicht, dass wir uns mit der Geldfrage ganz intensiv beschäftigen, auf einer sehr fundamentalen philosophischen Ebene, aber zunehmend auch, wir hoffen, dass es gelingt, toi toi toi, im Rahmen eines Projektes vom Bundesforschungsministerium, welche Rolle der Finanzsektor, so allgemein möchte ich es mal sagen, beitragen kann zur gemeinwohlorientierten und nachhaltigkeitsorientierten Ausrichtung der Realwirtschaft. Also die Finanzwirtschaft wieder in die Rolle einer Dienerin der Realwirtschaft zu bringen. Und all das, das wäre jetzt sozusagen mein Abschluss, all das muss sich natürlich auch in der Art und Weise, wie ökonomische Bildung, wie politökonomische Bildung betrieben wird, niederschlagen. Es geht nicht darum, jetzt an die Stelle der einen Ideologie, ja, der Neoliberalismus, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht, zu ersetzen mit einem anderen Dogmatismus, aber die Fülle und Vielfalt, oder sagen wir es ruhig, die Pluralität der Alternativen im Bereich der Ökonomie, die muss sich auch an und in den Hochschulen, in der Lehre an den Hochschulen, in der Forschung an den Hochschulen spiegeln. Das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt als Hochschule den Namen Hochschule für Gesellschaftsgestaltung gegeben haben. Nicht, weil wir die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten oder gar ein mechanistisches Politikverständnis verfolgen würden, sondern in dem Sinne, dass es darum geht, Menschen zu befähigen, sozusagen gute Gesellschaftsgestalterinnen und Gestalter zu werden. So, das wäre mein Beitrag und die Quintessenz ist, je nachdem in welchem Verantwortungskreis Sie gerade tätig sind, achten Sie darauf, dass die ganze Debatte über Krisenbewältigung, die wir jetzt an vielen, vielen Orten, an vielen, vielen Küchentischen, aber auch an vielen, vielen, in vielen politischen Gremien führen, dass die nicht reduziert wird. Nicht reduziert wird auf die Frage, how to recover better, also nach dem Motto, wie können wir so schnell wie möglich mit besserer Technologie in einen neuen Status quo kommen, wo im Großen und Ganzen alles so bleibt, wie es ist, sondern es geht um grundsätzlichere Fragestellungen, die ich versucht habe, hier zu skizzieren. Und das zeige ich nur nicht, damit Sie das jetzt sich abschreiben. Aber die Gedanken, die ich hier
in Teilen jedenfalls präsentiert habe, sind auch an anderer Stelle schriftlich nachzulesen und deshalb dann auch ja, nochmal zu gucken, ob sie wirklich taugen, ob sie Bestand haben, ob sie in der kritischen Überprüfung standhalten. Das können Sie im Netz nachlesen, das kriegen Sie dann auch, sobald die Veranstaltung eingestellt ist. Bis hierher, herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe Ihre Geduld nicht überstrapaziert. Hannes, ich übergebe dir dann jetzt wieder den Staffelstab.